Willkommen zurück und lassen Sie mich mit den neuesten Informationen des Tages aktualisieren. Florian Silbereisen, jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht. Jetzt ist es raus. Völlig unerwartet lässt Florian Silbereisen nun die Süßebombe platzen. Bei Florian Silbereisen ist ordentlich was los. Am Wochenende moderierte der Star den Schlagerboom und ließ damit alle Fanherzen höher schlagen. Doch nicht nur die Anhänger von Florian kamen an dem Abend auf ihre Kosten. Auch für Florian war der Abend, durch den Überraschungsbesuch von Helene Fischer, einfach unvergesslich. Florian Silbereisen und Helene Fischer schrieben beim Schlagerboom 2019 definitiv Fernsehgeschichte. Obwohl die beiden seit knapp einem Jahr getrennte Wege gehen, tauchte die Sängerin auf der großen Schlagerboom-Bühne auf und rührte ihren Florian zu Tränen. Für die Fans des Paares eine absolute Sensation. Schließlich zeigten sich die beiden das letzte Mal Anfang des Jahres zusammen in der Öffentlichkeit. Doch wusste Florian wirklich nichts von dem Besuch seiner Ex? Wie Florian berichtet, hatte er absolut keine Ahnung davon, dass Helene beim Schlagerboom als Überraschungsgast auftritt. So erklärt er gegenüber ARD Brisant. Ich wusste nichts. Das ist aber bei uns immer so. Wenn wir eine Überraschung machen, dann ist es eine echte Überraschung. Ich wusste natürlich im Vorfeld, dass es Überraschungen gibt, das hat man mir gesagt. Und dann hieß es aber, auch für dich soll das eine Überraschung sein. Und dann mache ich das auch so, weil ansonsten ist das ja nichts Richtiges, und ich will dann auch überrascht werden. Und ich glaube, man hat es mir angesehen, dass ich mich sehr gefreut habe. Wow! Was für eine süße Wahrheit! Obwohl wir Florian und Helene in der nächsten Zeit wohl noch öfters zusammen sehen werden. Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt. Wolfgang Job, Krankenhausschock. Schocknachricht von Wolfgang Job. Wie nun berichtet wird, musste der Designer mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht werden. Oh je. Das klingt gar nicht gut. Eigentlich wollte Wolfgang Job in Zürich während einer Buchvernissage ein paar Passagen aus seiner Autobiografie Die einzig mögliche Zeit zum Besten geben. Doch dazu kam es gar nicht erst. Wie nun berichtet wird, soll Wolfgang Job in seinem Hotelzimmerbad in Zürich so schlimm gestürzt sein, dass er mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Dies berichtet jetzt sein Ehemann Edwin Lemberg gegenüber Schweizer Illustrierte CH. Für die Fans des Designers ein absoluter Schock. Wie es weiter heißt, hat sich Wolfgang einen fiesen Verrenkungsbruch am Bein zugezogen, welcher operativ behandelt werden musste. Autsch! Doch wie geht es dem Designer jetzt? Wolfgang hat die Operation bestens überstanden. Er ist zwar noch etwas geschwächt, aber telefoniert und arbeitet bereits fleißig weiter, erläutert Wolfgang Seemann. Seine Fans können also unbesorgt sein. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich der Designer schnell wieder erholt und es ihm schon bald wieder besser geht. Wir drücken ihm dafür auf alle Fälle die Daumen und wünschen ihm gute Besserung. Danke fürs Zuhören. Tschüss.